Eine klassische Schreibtischlampe ist entweder angeschaltet oder ausgeschaltet. Mehr kann diese Lampe nicht, jedoch gibt es auch Lampen, welche etwas smarter sind. Und genau eine solche Lampe möchte ich euch in diesem Video vorstellen, aber alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hergestellt wird die Lampe von der Firma Terratronics. Und das Design wirkt wirklich sehr schlicht, denn zum Glück hat man hier auf unnötige Verzierungen verzichtet. Mit der Materialwahl bin ich ziemlich zufrieden. Zwar besteht die Lampe weitestgehend nur aus Kunststoff, jedoch wurde dieser so hochwertig verarbeitet, dass ich mir beim Auspacken nicht einmal sicher war, ob es wirklich Kunststoff ist. Also knarzen tut ja echt gar nichts. Nur wenn man den Arm etwas verstellt oder bewegt, dann wackelt dieser noch etwas nach, aber Angst haben, dass dieser abbricht, muss man auf gar keinen Fall. Die Oberseite vom Standfuß ist mit einer Glasplatte bedeckt und auf dieser findet man neben dem Firmenlogo noch die ganzen Steuerelemente, damit man das Licht an seinen Bedürfnissen nach anpassen kann. Ja, ihr habt es richtig gehört. Die Lampe kann man verstellen und je nach Situation dann das perfekte Licht einstellen. Der oberste Knopf ist der Ein- und Ausschaltknopf. Alle Knöpfe sind touchsensitiv, das bedeutet, sobald ihr den Finger auf das Symbol legt, wird diese Aktion durchgeführt und das funktioniert auch wirklich immer sehr gut. Hinter dem Buchsymbol versteckt sich ein Modus, welcher das Licht sehr kalt, hell und neutral darstellen lässt. Wenn man dann auf das Kaffeesymbol drückt, wird das Licht eher gelblich, warm und farbenfroh. Je länger man auf eins der Symbole drückt, desto intensiver wird diese Einstellung dann vorgenommen. Wenn man das Minimum oder Maximum der Lichteinstellung erreicht hat, merkt man das mit einer kleinen Vibration. Die rechten beiden Symbole sind für die Helligkeit da. Mit dem linken Symbol verringert man die Helligkeit und mit dem rechten erhöht man diese. Jede Taste kann stufenlos bedient werden und wenn ihr alle vier Tasten aufeinander abstimmt, dann sollte eigentlich für jede Situation das passende Licht da sein. Das LED-Panel hat eine Leistung von 10 Watt und auch bei jeder Einstellung ist die Ausleuchtung auf dem Panel wirklich nahezu perfekt. An der linken Seite gibt es noch einen kleinen Sleep-Button und sobald man diesen drückt, wird die Lampe in einen sehr dunklen und warm kalibrierten Lichtmodus versetzt. Dank der vielen Gelenke am Arm kann man das LED-Panel auch in so gut wie jede Position bewegen. Wer glaubt, dass das weite Farbspektrum bei dieser Lampe alles ist, der hat sich geirrt. Denn auf der linken Seite findet man noch einen USB-Anschluss und über diesen kann man Smartphones, Tablets oder ähnliches einfach aufladen. Als Fazit kann ich nur sagen, ich bin von dieser Lampe echt begeistert und obwohl hier ziemlich viel Kunststoff verarbeitet wurde, wirkt diese ziemlich hochwertig und solide. Die Glasfläche auf dem Standfuß wertet das Ganze dazu dann auch noch einmal auf. Dank den Einstellungsmöglichkeiten sollte diese Lampe in so gut wie jeder Situation das perfekte Licht bieten können. Das Einstellen des Lichtes wurde auch ziemlich komfortabel und einfach gelöst. Und über einen eingebauten USB-Anschluss sollte sich doch eigentlich auch jeder von uns freuen. Also, ich kann euch diese Lampe sehr ans Herz legen, wenn ich euer Interesse jetzt mit diesem Video geweckt habe. Dann schaut doch mal in die Videobeschreibung, denn dort findet ihr den Kauflink für die schwarze und die weiße Version der Lampe, also bei Interesse einfach vorbeischauen. Dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr keine Videos von meinem Kanal mehr verpassen möchtet, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder vorbei. Bis dann. Ciao.